Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play DayZ. So, ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Was rede ich denn jetzt eigentlich für eine Scheiße gerade? Warum sprinte ich überhaupt? Ich schnappe mal mein Handy, gehe auf mit unseren Google Designer Sunglasses auf DayZDB und ich suche mal einen schicken Ort, wo wir hin können. Nicht zum Militärbase. Nicht zu einer Militärbase. Garantiert nicht. Ich will leben. Ich will auf keine Spieler stoßen. Zumindest nicht auf viele. Ich will das alles möglich. Also alles, wenn möglich, überleben. Könnt ihr, denke ich, mal verstehen. Eigentlich wäre es strategisch am schlauesten, wenn man hier das Gras ausblenden würde. Okay, dann würde man. Na okay, man könnte Spieler besser sehen, die sich im Gras verstecken. Man könnte aber nicht sehen, ob man selbst schlecht gesehen wird. So könnte man jetzt zum Beispiel so. So ist man um einiges schlechter sichtbar. Okay, wir haben eine. Wir bräuchten eigentlich eine Dings. Wir bräuchten grüne Klamotten. Dann wären wir um einiges schlechter sichtbar. Ich will nicht. Was hab ich jetzt? Ich will nicht meine Fäuste aufnehmen. Da, ich komme da nicht mit der Steuerung klar, wie man sieht. Hallo. Hallo. Was macht der denn da? Der soll. Du sollst bitte gehen. Nein, du sollst gehen. Meine Fresse. Du sollst nicht rennen, du sollst gehen. Was verstehst du daran nicht? Jetzt geht er wieder. Puh, keine Ahnung. Haben wir denn hier irgendwas Interessantes? Da nicht rauf. So, einfach weiter ins Landinnere. Auf das uns nichts dingst. Warte mal, ich will was gucken. Genau so, so. So. Snacks. Aber ich kann damit irgendwie. Doch, jetzt kann ich was auswählen. Das ist perfekt. Weil. Sonst ging das irgendwie nicht, dass ich damit was auswählen kann. Kompass machen wir mal auf 3. Gut. Dann. DayZ die Bier. Letztes Mal bitte. Erstmal müssen wir Elektro waren, wie ich nicht war. Da müssten wir in der Nähe von Pusta sein. Haben die jetzt neue Sachen dazu gefügt? Was wo ist? Ach nee, das ist nicht. Oder ist das? Ich weiß nicht. Egal. Map. Standalone Channels Plus. Yeah. Ach okay, wir haben das gerade noch ausgerüstet. Laufen wir denn noch schön. Kannst du hier mal gerade halten, bitte? Laufen fast nördlich. So. Einfach wieder unsere Waffe raus. Oder dann einfach unsere Axt. Nein, das heißt Map. DayZDB soll es mal als App geben. Das wäre um einiges einfacher. Hey, da ist eine Stadt. Welche ist denn das? Nördlich von ein bisschen. Das könnte Pusta sein. Nordwestlich von Elektros Pusta. Ich glaube, das müsste Pusta sein. Wir suchen mal rein, ob das Pusta ist. Da müssten sich zwei Wege zusammen. Ich sehe nur einen. Das ist er aber, glaube ich, ja. Das denke ich, ist Pusta. Ja, das ist. Ja, ist Pusta. Hier links der Weg. Da haben wir Pusta. Perfekt. Ich mag unsere. Ich mag die Google-Produkte. Aber läuft echt geschmeidig, dieses Leben. Bisher. Mir gefällt's. Da,
Dö. Leck. Mal rüberjumpen bitte. Dann looten wir da ein bisschen. Aber auf jeden Fall ist diese Gegend um einiges sicherer, weil hier keine Spieler mehr spawnen. Zwar ist Booster immer noch in dem Bereich, wo wahrscheinlich Spieler relativ schnell hingehen könnten. Aber, ja, wir sind in, ja, sagen wir 7 Minuten nach Booster gekommen von Elektro. Wir können ja dann weiter nördlich, also nach Norden ziehen. Das ist Booster, okay. Nikta ist Booster. Zum Beispiel nach Guglov oder Schakowka. Schakowka hört sich schön an. Schakowka hört sich nicht wirklich schön an, aber hört sich so an, als wäre ich da sicher. Als wären wir da sicher. Um eine neue Zivilisation aufzubauen. Ach, dieses Haus. Ich mag dieses Haus nicht, weil es hier nur eine verdammte Tür gibt und die ist dann auch noch so nutzlos. Und vor allem sieht es schlecht aus, das Haus. So. Sieht doch alles sehr geschmeidig aus. Immer die Türen hinter mir schließen. Hinter uns. Warum sage ich die ganze Zeit mir? Da ist was Verrottetes, würde ich sagen. Ja. Nicht verrottet. Gibt es eigentlich noch unverrottetes Essen? Was mich mal interessieren würde, wäre zu wissen, wie viele Jahre sozusagen Daisy nach der Apokalypse spielt. 2, 3? Kann ja nicht allzu lange her sein. Na okay, doch ein bisschen mehr so abgerannt, wie das hier alles ist. In Tscherno. In Tschernohaus. Doch, ist Tschernohaus, ja. Ja, leck. Probe. Zombie. Solange die nicht durch... Was? Ah, bug doch nicht durch die Tür. Bug doch nicht durch die Tür. Ich mag diese Art Zombies nicht. Die buggen. Aber uns geht's verdammt gut, ne? Damaged. Wir halten verdammt viel aus, muss man mal sagen. Aber wo kam dieser Zombie zum Beispiel wieder her? Die Tür war zu. War der schon Anfang an hier drin, oder was? Muss man mal wieder beim Dorf. Ich bin schon gleich wieder angefallen. Dieses Haus ist nett. Hier hat man nämlich viel zum Gucken. Oh, diese Lecks sind ja schlimm. So. Wir dürften eigentlich in dieser Zeit, wenn wir vorsichtig sind, überleben. Solange wir jetzt nicht einfach... Wir müssen halt eben immer wieder an Dörfer, um uns trinken und Essen zu holen. Aber sonst medizinische Versorgung. Wenn wir vorsichtig sind, brauchen wir sie nicht. So. Ich würde gerne mal was zu trinken nochmal finden. Aber hier gibt es sowieso zum Trinken. Warum wissen die alle, dass wir hier sind? Noch mehr. Wir müssen uns hier bestellen. Leck doch nicht. Nicht in dem... Wir wurden getroffen, aber wir verlieren kein Blut. Wahrscheinlich verlieren wir doch Blut, nur wir sehen es nicht und dann am Ende krepieren wir dann einfach. Scheiß Zombie. Ich frage mich echt, warum die uns heute so krass sehen. Lass uns einfach von diesen Scheißdörfern weghalten. Wir müssen rein. Also ich würde sagen, hier ist ja eh eine Wasserstelle in der Nähe. Das heißt, wir müssen gar nicht jetzt was wirklich zu trinken finden. Wobei es natürlich immer schön wäre, um mobil zu bleiben. Thirsty, aber nur leicht. Alles okay.
So, hier ist was drin auf jeden Fall. Ein Schenk, also Schraubenzieher, Screwdriver. Aber hier ist der Schenk. Hammer. Ja, nichts wirklich Tolles. I feel like having a drink, ja. Ja, ja, ist ja okay, mein Lieber. Oh, hier könnte was drin sein. Wenn hier schon zwei unnütze Sachen sind, da oben noch mehr unnützes Zeug, dann könnte hier doch was Nettes drin sein. Hey, da hinten ist was. Baked Beans oder so. Spaghetti. Getragene Spaghetti. Besser als nichts, ne? Aber erstmal haben wir erstmal genug. Was wir brauchen, ist trinken. Ich kann ja mal jetzt nochmal Daisy die Bier nehmen. Es kommt gerade voll wie Schleichwerbung rüber. Weil ich voll häufig den Namen sage. Weiter ranzoomen. So, wo sind wir an der Kreuzung? Und dann hier hinter ist. Da. Drink water. Hoffentlich infizieren wir uns jetzt dafür nicht. Und wir sind wieder. Uns geht's wieder gut. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Wasserbehälter, eine kleine Flasche. Das wäre ganz nützlich. Können wir das immer, wenn wir in ein Dorf gehen, auffüllen? So. Bis jetzt war es jetzt nicht so erfolgreich, würde ich mal sagen. Booster. Also zufrieden, da bin ich was anderes. Schon wieder, willst du was trinken? Ich glaube, wir trinken gleich mehr als Sardinen. Der hat nie Durst, aber immer Hunger. Die Dosenöffner wären mal schön zu finden. Müssten wir nicht immer unser Werkzeug benutzen. Aber dafür nehme ich dann, glaube ich, ab sofort auch den Schenk. Bei dem brauchen wir erstmal für nichts anderes. Und wir haben ihn. Da ist ein Werkzeug. Ist es ein Dosenöffner? Hey, ein Dosenöffner! Mann, ist das perfekt. Dann kannst du weg. Und Can Opener. Perf. Ich höre was. Ich bin mir nicht sicher, ob das von unserem Charakter. Hey, noch mehr Sardinen. Canned Tuna. Boah, wir haben so viel zu essen, Mann. Können wir schon bald. Hey, können wir schon bald verkaufen, unser ganzes Essen. Geht nicht auf. So, unser ist Pristine, der ist Damaged, Badly Damaged sogar. Tape nehmen wir einfach mal mit. Ich würde gerne mal ein Visier für unsere Mosin. Badly Damaged, also unser ist auf jeden Fall besser. Selbst wenn es nur Badly Damaged ist. Die sehen schön aus, unsere. So, dann nach dem Trinken mache ich auch schon wieder Schluss mit der Folge. Geht heute schnell rum. Zap. Na, drink water. Trink schön mit der Axt in deinem Gesicht. Also, eher gesagt, in deinem Schulter, in deiner Schulter. Drink water. Drink water. Drink water. So, mal sehen, ob wir jetzt ein bisschen ausgesorgt haben. Ich weiß nicht, ob das was bringt, mehr zu trinken. Aber schaden kann es nicht. Es wird ja nur infizieren uns dadurch. Mit irgendeiner Krankheit. Ich freue mich schon, wenn es Fahrzeuge gibt in Daisy. Das wird lustig. Roadkillen. Muss geil sein. Hier wurde anscheinend auch jemand gekillt.
So, dann ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer GCG.